So. Eine Sekunde. Oh, die Musik läuft weiter, wenn ich raustappe. So, können Sie kurz Twitch-Informationen umschreiben? Guten Tag. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Obwohl, ich weiß schon, was auf mich zukommt. Ich habe ja die Demo gespielt. Aber die Vollversion wird natürlich auch interessant. So, anmelden, Konto erstellen. Muss ich mich. Ich weiß nicht, ob ich mich für die Demo anmelden musste. Eine schöne Scheiße. Seht euch diesen schönen Nachthimmel an. Och Mann. Ist das jetzt online? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es online ist. Da steht nicht, dass es online ist. Da stand da nicht, dass es online ist. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich guck mal ganz kurz bei Steam. Shop. Raven Bound. Nö, Einzelspieler. Warum will er dann, dass ich mich anmelde? Vielleicht Online-Statistik? Ich weiß nicht. Wäre mir E-Mails erlauben? Nein, bitte nicht. Konto erstellen. Long forgotten. The island of Avol was a great flourishing garden, tended to by its protectors, the six gods of all that was. Their people knew no struggle, and their craft shone with potential. But the mind of the sixth god became twisted, and her heart turned on her brothers and sisters. All souls should be hers, she thought, and buried seeds of her malice and might over death into the very fabric of our vault, watching as it ate into the minds of all living things. The blessings of the remaining gods shielded those who were awash with their light, but all others fell to the hatred and would do so forevermore. In a desperate attempt to stop the spread, the Elri came together and forged a weapon, a being, in the form of a raven that could carry their shared might against their lost sister. But the creation of the weapon left the Elri exposed, a weakness that the Betrayer could not ignore. She took this chance to strike them down and imprison their immortal souls in tombs of her making, deep below the earth. Satisfied with her success, the Betrayer retreated into the heart of our vault, from where she would siphon the hatred from the world into herself. Yet the incomplete Raven's weakened existence went unnoticed. Within its temple, it bides its time, lying in wait for champions strong enough to host its broken form. And through them, the Raven should fulfill its purpose and end the Betrayer's reign once and for all.
Diese Halunken. So, Tutorial. An den Raben gebunden, tief im Wald von Myrk. Myrks. Kok. Okay. Genau in der Mitte von Avals befindet sich eine eigentümliche Insel. Gerüchten nach warten in den Höhlen dort eine große Herausforderung um ein noch größerer Schatz auf die Stärksten der Starken. Sobald unser Krieger die Küste der Insel betritt, ist deren Schicksal besiegelt. Zerbreche unter dem Gewicht der Herausforderung oder erreiche Höhen, die seit langer Zeit schon niemand mehr erreicht hat. Die Zeit, das wieder zu erlangen, was einst verloren ging, ist gekommen. Oh. Ja. Ich, Moment, ich kurz Einstellsachen und sowas. Das ist okay. Jetzt mache ich noch den. Ja, blöd. Ich mache jetzt noch den Controller rein. Oh, boom. So. Controller. Muss er sich neu verbinden mit dem PC? Verbunden? Ja. So, ich kenne das halt ja noch schon und YouTube kennt das eigentlich auch schon mit dem Tutorial. Ich habe das Spiel nicht auf Vollbild. Moment, ganz kurz. Es ist irritierend, weil ich sehe einige Symbole nicht. Ihr schon, ich nicht. So. Video, Fenster, rahmenlos. Jo. Was? Werden verworfen. Muss ich jetzt irgendwas auf Akzeptieren drücken? Anwenden. Das habe ich schon wieder nicht gesehen. Da muss ich auf OBS gucken. Das ist bei mir aber nicht richtig rahmenlos. Oh. Ja, ich verstehe, was das Spiel damit sagen will. Okay, Moment. Ist keine Schande. Dafür habe ich extra auch ja, komm, den rechts unten, rechts den Rahmen, den lasse ich mal da an. Sonst alles andere ist da. Hm, gut. So, ne? Jetzt sieht man alles. Jetzt sehe auch ich alles. Das Problem ist nur unten links. Hehe. Ich mach mal extra ein Overlay für Oravemon. Dauert nicht lange. Ich weiß, das ist gerade sinnloses Umher, ja, ne? Hin und her. Ich mache jetzt extra ein Overlay für Ravenbound. Dauert nicht, echt nicht lange. So, ich mach mich kleiner. Aber mich mache mich auch da oben, obwohl, ja, sobald, solange oben links nichts angezeigt wird, kann ich mich hierher verfrachten. Hintergrundbild, hallo? Rahmen, Hintergrund, oh, ist gelockt. So, zack und zack, so bin ich wieder in meinem schönen Zimmer. Wo es im Hintergrund auch so ein bisschen windig ist und nachts ist, abends ist, so wie immer bei mir.
Ich mache mich runter. So, dann sieht man da unten auch alles. Dann mache ich das hier so ein bisschen nach links hin, nach komplett links. So, zack. Obwohl ich mache es so, dass es unten aufliegt. Pomp. So. Rechts unten ist halt noch ein kleiner Rahmen. Rechts oben ist halt der Chat. Das kann ich auch ein bisschen kleiner machen. Das interessiert ja gar nicht. Followerliste für Twitch. So, der Chat bleibt. Alles gut zu sehen. Passt alles. Scheiße. Finde einen Weg zu den Ruinen. Oben links ist die Quest. Vielleicht muss ich mich noch ein bisschen nach unten versetzen. Vielleicht ist es auch nur Tutorial, Schriftzeichen. Wir werden erstmal abwarten. Okay, das Laufen ist interessant gehalten. Der läuft genau dahin, wo ich den Stick auch hinführe. Das ist interessant gehalten. Wie Souls-like. Das sind schwere Angriffe mit R2. Das sind leichte Angriffe mit R1. Ich muss mich da wieder reinfinden. Hüpfen. Ist irgendwo ausweichen? Ah, hier. L2 ist ausweichen. Okay. Eckpunkteaufgaben. Den habe ich jetzt anvisiert und gelockt. Kann ich irgendwas auch. Das ist Waffe wegstecken, linken Stick reindrücken. Kann ich auch irgendwie wieder nicht mehr loggen? Ah, wahrscheinlich, weil das Tutorial ist. Hi, herzlich willkommen im Stream. Oha. Ach so, der will jetzt. Dass ich jetzt das Tutorial. Ich schließe schnell das Tutorial ab, ne? Weil für YouTube habe ich ja schon. Ach so, kurz drücken. Oh, Entschuldigung. Springen und sekundärer Angriff. Hier sind die zwei Skelette. Warte mal, drücke, um den wechseln. Ach so. Ach so, ich muss drücken, statt wie bei Elden Ring hin und her. Okay. Sekundäre Angriffe, ich muss einfach wieder reinkommen. Ne, ist, sekundären Angriff halten. Schildattacke. Ja. Macht ein bisschen Flächenschaden, so. Zum Ausweichen tippen, um Rutschen halten. Ja. Wenn du direkt vor dem Treffer eines Gegners ausweichst, führst du eine perfekte Ausweichmanöver aus. Ja. Na, wie gesagt, wegen der Schrift oben rechts, dann gucken wir erst noch ausweichen. Moment. Habe ich perfektes Ausweichen? Ja. Oha, aua. Mach mich wild. Ich bin nur schon ganz wild. Ich bin schon ganz wild auf das Abenteuer. So, ich rushe bloß ganz schnell durch. Wir kennen ja schon die Demo, ne? YouTube bei mir, die Leute, die kennen das ja schon ein bisschen. Mit dem Arm auf dem Schild, siehst du aber cool aus. Mit dem Arm auf dem Schild? Ach so, ja. Wikinger Ahoi, so ungefähr, ne? Oder? So, niemand weiß, wie die Elri entstanden sind. Man weiß nur, dass sie zusammenkamen, um die Insel Awald zu erschaffen, um deren Bewohner fortan zu beschützen. Wer ihnen folgt, kennt weder Schmerz noch Entbehrung. Wir geben ihnen unseren Glauben und unsere Treue. Im Gegenzug zahlen. Kann jetzt Nachmittag, am Nachmittag, ich kann nicht mehr reden. Im Gegenzug teilen
sie ihr Wissen und schützen uns vor jeglicher Dunkelheit. Oh, ich habe 100 Vermächtnis. Ist irgendeine Währung? Eine wahrscheinlich Level-Währung? Ich weiß es nicht mehr genau. Das, wo ich die Demo jetzt erstmal gespielt habe, war über einen Monat, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Codex. Im Codex kannst du nachlesen, was du... Achso, okay. Codex ist hier. Da ist Seelenwirt. Seelenwirt ist mein Ausrüstungsinventar, so wie es aussieht. Kritische Schaden, kritische Chance, Glück. Das ist meine Statistik, so wie es aussieht. Codex, ist alles, was wir wissenstechnisch erlernt haben. Also Tutorial. Wie man zu kämpfen, zu spielen hat. So, ich renne jetzt einfach nur stumpf dem Ziel nach. Ich glaube, soweit. Also erstmal auch mal, ne? Wie schön, ne? Soweit glaube ich nämlich nicht, dass irgendwo noch Items waren. Rabenabwehr, das war ja nur ein Tutorial gewesen. Die Rabenabwehr verhindert Schaden. Wenn die Abwehr zu viel Schaden erleidet, wirst du überwältigt. Abwehr LB. Ah, da war Schild gewesen. Okay. Ja, eine perfekte Abwehr. Ja. So, ne? Ich glaube ja, hier war nirgendwo irgendein Item oder irgendwas. Doch, es gab Geld. Hab ich komplett vergessen, es gab Geld. Geld war wichtig in diesem Spiel. Gibt's selten. Also, nicht wirklich so. Also, man braucht sehr viel Geld. Soweit weiß ich noch von der Demo. Gab viel Geld. Also, ja. Tauria-Insel, ein bisschen Geld gab. Man braucht viel Geld. Geld. Zu Geld, in Games sage ich zu Geld nicht nein. Ich liebe Geld. In Games liebe ich Geld. Naja, auf Twitch mache ich alles kostenlos. Na klar, natürlich sage ich zu Geld. Aktionen im Kampf erhöhen die Konzentration, während erlittener Schaden sie senkt. Deine Konzentration wird durch die blaue Leiste in der Ecke links angezeigt. Sammle volle Konzentration und führe deinen Schub aus. Ah. Ja, ich lasse mich gerade so ein bisschen treffen, aber ich weiß ja auch, dass jeder Schaden, was sie machen, nur einen Schadenspunkt macht. Ah, das Ausweichen ist nicht auf B. Ich muss mich noch in das Spiel einspielen. Ich bin Elden Ring gewohnt. Ich muss einen Schub machen. Ist doch B. Oder vor allem mich jetzt irgendwas. Sammle Konzentration. Wie sammel? Indem ich kämpfe? Indem ich Schaden mache. Okay, Entschuldigung. Dann ist mein Angriff unglaublich hoch. Hm. Meinst du, die 30 Euro sind okay für das Spiel? Und wie viele Stunden wird es wohl Bock machen? Du! Also, ich habe die Demo gespielt und ich war richtig begeistert, weil dynamisches Kampfsystem. Ja? Gut. Okay, warte mal. Folgendes. Wenn du willst, dass ich dir nicht spoilere, dass du erstmal nur zuschauen möchtest und dass ich dir dann, wenn das Tutorial fertig ist, weil ich rushe erstmal durch, weil ich... Ne? Und...
Die Leute, die es vielleicht auf YouTube bei mir nachgucken, die kennen das Tutorial ja auch. Wenn sie das geguckt haben, bei Angespielt. Wenn du willst, dass ich dir nicht spoilere jetzt gerade, wie das Spiel wird, was ich von der Demo rausgefunden habe, dann sag mir einmal Bescheid. Ansonsten kann ich dir gerne einmal sagen, was das Spiel beinhaltet. Jetzt nicht von der Story her, sondern was das Spiel an sich gameplaymäßig beinhaltet. Und wie ich zu dem Spiel stehe. Und ich muss dir einmal sagen, ich habe mir die Demo angespielt. Und ich fand's nicht schlecht. Und ich habe direkt gesagt, für 30 Euro eine schöne Welt, eine schöne offene Welt, schöne Open World, kaufe ich. Und es war nicht nur wegen der offenen Welt gewesen, wo ich gesagt habe, die Entscheidung mäßig, ich kaufe es, sondern es war wegen den Features, die ich dir jetzt nicht spoilern will, außer du, ist auch Magie im Spiel. Bin schon kurz vorm Kauf. Ich weiß es nicht. Also ich bin da in der Demo noch nicht so weit gekommen. Vielleicht, es gibt sowas wie Mana-Punkte. Aber zum Leveln. Bei dem Level-Feature. Wie gesagt, wenn du willst, dass ich dir kurz im Gameplay-mäßig ein bisschen was spoilere, jetzt nicht von der Story, sondern kenne ich eh nicht so richtig gut, außer das Intro halt. Aber dass ich dir vom Gameplay an sich etwas sage davon, dann gerne Bescheid sagen. Grabenkralle tut man mit X. X. Achso. Ah, genau so war das gewesen. Okay. Ich danke dir dafür, dass du eine Welle zuguckst. Sehr, sehr nett. So, genau so war ja die Kralle gewesen. Stimmt. Oh, ich lese trotzdem auch, wenn wir das Tutorial schon mal durchgespielt haben, ich lese es trotzdem nochmal vor. Doch die sechste Göttin verlor den Verstand und wandte sich gegen ihre Geschwister. Alle Seelen sollten ihrer Meinung nach ihr gehören. Und so verwob sie. Sie Samen ihre Boshaftigkeit und ihre Macht über den Tod mit dem Grundgewebe Avals. Sie sah mit Freude zu, als diese sich immer tiefer im Verhalten aller Geschöpfe verankerten. So, ich muss auch mal hin und wieder mal gucken, wie der Ton des Spiels ist. Nicht, dass ich zu laut bin und das Spiel ist nicht sonderlich laut. Ansonsten muss ich das Spiel noch ein bisschen laut stellen. Ich will das relativ ebenwürdig und gleich machen. Schade. Ich habe den Typen in die Vasen zertrümmert und habe dadurch noch das Geld in den Vasen bekommen. Geil. So, ich glaube, ich muss ein bisschen lauter machen. Boah, Alter. Wo kommt auf einmal die Musik her? Hallo? Ich glaube, das ist genug Lautstärke, oder? 90. Eigentlich mache ich alle Spiele auf 100. Ich guck mal, wie es mit 100 ist. Ansonsten, wenn es zu laut ist, bitte Bescheid sagen. Wenn man mich kaum versteht. Aber ich glaube, 100 sind eigentlich okay. Ja, okay. Ein Fragment. 3 von 5 Herausforderungen abgeschlossen. Fragmente erscheinen in der unteren rechten Ecke. Du musst 3 finden, um sie verwenden zu können. Wo ist der Questmarker? Der ist der Questmarker. Ne, das ist alles erstmal Tutorial. Das ist alles erstmal nicht Open World. Wir müssen uns nur ganz kurz hier durchprügeln. Durch die ganzen Tutorial-Gegner. Und dann geht es schon weiter. So, Leute. Scheiße, zu spät. Du bist weg.
Ah, ich würde das mit dem Ausweichen noch ein bisschen üben, aber ist egal. Was ist zum Teufel? Ist denn da? Also, jetzt ist sein Schild durch alle Vasen gefallen und ich habe dadurch noch die Münzen bekommen. Oder die Münze. Also, was ist zum Teufel? Hey. Und das ist das, was ich gemeint habe. Jetzt kann ich einmal ganz kurz sagen, was damit gemeint ist, mit dem Feature, was ich eigentlich nicht sagen wollte. Der Ton ist super eingestellt. Oh, danke dir. Kisten ziehen Vorteilskarten aus deinem Deck. Das ist nämlich das Geile daran. Erstens mal, das ist ja an sich kein Spoiler, das kann ich ruhig sagen, dieses Spiel hat ein dynamisches Schwierigkeitssystem als Souls Game. Elden Ring hat ja ein statisches Kampfsystem. Statisch heißt ja, es werden die Gegner dahin platziert, da in den Gebieten mit der genau programmierten Stärke und mit der fest programmierten Stärke, und die sind da auch in dem Level, so wie die programmiert wurden, statisch. Die werden auch nicht höher, die werden nicht stärker, die bleiben genauso, wie sie programmiert wurden. So, und bei diesem Spiel ist, umso stärker man selber wird, umso stärker werden auch die Gegner im Spiel. Weil man wie in BOTW eigentlich theoretisch überall hinfliegen kann, wo man gerade Lust drauf hat. BOTW hat auch ein statisches Schwierigkeitssystem. Ne? Jeder Gegner ist von Nintendo dahin platziert, wo es platziert werden soll. Die sind auch fest an ihren Punkten. Die spawnen fest an ihren Punkten wieder, wenn Blutmond ist, wenn die wieder respawnen, haben dieselbe Schwierigkeit, sind nicht wirklich stärker, werden nicht wirklich stärker, wenn man selbst stärker wird. Aber in diesem Spiel, wenn wir leveln, wenn wir stärker sind, dann werden auch die Gegner stärker im gesamten Spiel. Ein dynamisches Schwierigkeitssystem, was sich mit dir selbst mit anpasst. Und dieses hier ist ein Leveling bzw. ein Skillbaum, was auf Kartendecks basiert. Also du hast ein Kartenspiel als Fähigkeitsbaum. Das finde ich geil. Das finde ich geil. Also zwei von bis jetzt drei oder ich glaube vier Features, die ich richtig geil an diesem Game finde und wo die wirklich, wo diese Indie-Game-Entwickler von diesem Spiel hier wirklich alles das, was geil von anderen Games war, waren in dieses Spiel reinpacken. Alles das, was richtig nice war, was richtig schön angefühlt hat und was richtig gut zu spielen war, packen die in dieses Spiel rein und kombinieren es zu einem Spiel. Das finde ich so genial. Die machen alles richtig bis jetzt in diesem Spiel. Also bis jetzt in Ravenbound, in der Demo haben die alles richtig gemacht für mich. Wenn du eine Karte auswählst, wird sie deiner Hand hinzugefügt. Es ist ja bloß die eine Karte auszuwählen, ich kann nur diese eine Karte auswählen, also wähle ich die aus. Ich erhalte 2 Mana-Punkte. Ich brauche 0 Mana-Punkte, kann ich vielleicht nochmal dazu... Ja, ich kann dazu zurückgehen. Das ist mein Seelenwirt auch, ist ja auch mein Ausrüstungsinventar mit gleichzeitig, okay. Hier, oben rechts, sieht man jetzt nicht wegen dem Chat, scheiße. Oben rechts stehen bei mir 0, muss ich eigentlich ändern. Das muss man sehen. Hack. Oder ist hier oben steht, hier steht das. Also da stehen 56 Goldmünzen habe ich gerade und 0 Skills. So, und die Karte oben links steht auf der Karte 0 drauf. Das heißt, ich brauche 0 Mana-Punkte, um diese Karte zu aktivieren. Ich deaktiviere die Karte, erhalte 2 Mana-Punkte, weil diese Karte mir 2 Mana-Punkte gibt. Von Grund auf. So. Es gibt viele Karten, von denen die meisten mit Mana ausgespielt werden. Versuche eine neue Karte zu finden, für die du dein Mana aufwenden kannst. Genau so ist es. So, die letzte Herausforderung von dreien. Machst du nicht? Ich schnetzel deinen Freund gerade ab. Oh, ich wollte gerade wieder mit Kreis ausweichen. Oh Gott. Und das ist vor allem, die Gegner sind auch schlau. Darin liegt auch nämlich auch die Herausforderung. Also wenn Leute wirklich es Herausforderungen mögen und ein dynamisches Souls-Game. Sp-
spielen wollen, ist das das perfekte Spiel, würde ich meinen. Und das wirklich herausfordern, weil wenn du ausweichst und weichst falsch aus, die Gegner, die kommen mit dir mit, die sehen, wo du ausweichst. Dann kommen sie mit. Und erwischen dich trotzdem, auch wenn du zuvor ausgewichen bist. Nicht wie bei Elden Ring, die Attacke hat diese Reichweite und so. Nein, die Gegner, die passen sich deinen Schritten an, wenn du einen falschen Schritt gemacht hast. Stärkung von Fragmenten. Du hast 3 Fragmente gesammelt, die du jetzt stärken kannst. Wenn du Fragmente stärkst, Fragmente stärkst, darfst du 3 Karten aus deinem Deck ziehen. Ich erhalte 3, oder... Ja, ich erhalte 3 Karten zur Auswahl. Ausrüstungsgegenstände, Söldnerrüstung, Gesundheit wird um 30% erhöht. Geschärfte Waffen, deine Rüstungswert wird um 10 erhöht. Ich werde also stärker oder halt Gesundheit. Die Karten außen sind die gleichen. Das heißt, ich habe nur die Auswahl von 2 Karten. Was mache ich, Stärke oder lieber Gesundheit? Ich würde sogar wirklich am Anfang lieber Gesundheit wählen, weil wenn die Gegner auf dich zustürmen und mit dir mitkommen, so wie ich ja gerade erklärt habe, wenn sie deinen Schritten sich anpassen, dann würde ich sogar wirklich eine bessere Ausrüstung wählen. Und ich aktiviere die gleich mit meinem einen Mana-Punkt und habe noch einen Mana-Punkt übrig. Jetzt habe ich einen etwas höheren Ausrüstungswert und sehe etwas anders aus. Ast rein. Ast. 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 Wie Ast? Ast rein. Leute, Ast rein. Habt ihr mal gegoogelt, was Ast rein bedeutet? Ast rein. Astrein ist... Stimmt, Astrein ist eine Dildo-Firma. Hey Leute, Astrein. Für Holzdildos, okay. Ja, Astrein. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Oh, Scheiße. Oh. Aber die ziehen immer noch... Das ist immer noch Tutorial. Die ziehen immer noch nicht viel ab. Ja. Das finde ich echt so geil an diesem Game. So. Schluss mit dem Debakel hier. 1, 2, 3. Wir dürfen uns wieder eine Karte auswählen. Aussuchen. So. So, die Karten übrigens, die Karten werden gespeichert. Die Skill, ne, wir müssen uns ja Mana-Punkte. Wird sich spannend. Ja. Die Skill-Punkte. Oh Gott, warum funktioniert denn mein Chat nicht? Oh, sorry. Für YouTube schon mal, Entschuldigung. Fuck. Moment. What? Okay, ist nicht schlimm. Dann muss ich einmal ganz kurz auf dem anderen Flup. Ja, ist gerade alles verstellt, weil, ja. Ist ein anderes Overlay, ist nicht auf dieses Spiel abgestimmt. Da sind andere Spiele drauf abgestimmt. Wo ist denn der Online-Chat? Chat. Ja, Chat online. So, blub, kopieren, dass ich das für dieses Overlay noch gar nicht gemacht habe. Na gut. Ravenbound. Und einfügen. Und Chat ist da. So, damit man mehr vom Spiel sieht, passe ich mal dem... Passe ich das hier alles mal an. Zack. So, entschuldigt die Verzögerung. Oder wert der Zuschauer, entschuldigen Sie die Verzögerung. Mr. Knallstock. Geiler Name übrigens, lul. So. Ja, jetzt ist alles, wie es sein soll. Los. Der Download läuft schon, werde es in ein paar Minuten selber mal zocken. Perfekt. Hast du alles richtig gemacht, du. Also, bis jetzt echt beste Indie-Game seit langem mal wieder, finde ich. Finde ich. Ne? So, mit goldenen Ketten verschlossene Flasche. Schübe verbrauchen 10% deiner Münzen, wodurch pro verbrauchte Münze
bei Gegnern in der Nähe 6 Schaden verursacht wird. Schübe verbrauchen 10% deiner Münzen. Schübe? Schübe? Schübe. Ja, das Ding ist ja auch, in diesem Game muss man tatsächlich auch wissen, was gemeint ist. Da gibt es so Fachbegriffe, die, da musst du das Spiel erstmal eine Weile spielen, damit du wirklich weißt, was will die Karte jetzt von mir. Bronzener Ohrhaken. Abwehrgesundheit wird um 100% erhöht. Ich würde quasi fast schon den hier nehmen, damit ich ein bisschen gewappnet bin. Aber das Ding ist, wenn ich die Karte aktiviere, ne, wie gesagt, die Gegner stimmen sich drauf ein. Die werden genauso. Die passen sich mit an. Das ist halt... Gezackter Fingerhut. Waffenschaden wird um 30% erhöht. Oder wie war das? Wenn ich den Waffenschaden erhöhe, dann... So war das irgendwie in der Beschreibung, glaube ich, von dem Game. Wenn ich den Waffenschaden erhöhe... Nee, ich glaube, das stand so, da. Wenn ich meine Ausrüstung um 100%, also um das Zweifache erhöhe... Ne, also die Karte hier... Dann steigt die Angriffskraft von den Gegnern um 150%, also um 50% mehr. Also um die Hälfte ihrer Angriffskraft wird sie, steigen die Gegner nochmal. Oder war das mit den Bossen gewesen? Waren das noch kleine Gegner oder Bosse? Oder sind die Bosse fest? Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwo stand das drin. Vielleicht auch im Ladebildschirm oder so. Vielleicht sehen wir das dann auch nochmal. Abwehrgesundheit wird um Abwehr oder Waffenschaden... Ich setze mal auf Leben und Abwehr. Gute Rüstung habe ich ja schon mal. Okay. So, gleich bin ich mit dem Tutorial fertig, würde ich meinen. Jetzt kommt der Haken ins Spiel. Zum Spiel. Damit kann man auch coole Tricks machen. Man kann sich ja überall ranziehen, auch an den Wänden, theoretisch. Ne? Also man kann ja übel geiles Zeug machen. Man kann sich auch im Berg hochkraxeln damit. Man kann nur nicht ordentlich, also nicht unendlich den Haken einsetzen. Das heißt, man muss schon auf dem Boden ankommen, aufkommen, damit man den Haken nochmal einsetzen kann. Der geht ja weit hoch. Stimmt. 5 Features war das in dem Game gewesen. Eins kann ich noch sagen, das ist auch kein Spoiler. Je nachdem, welches Gebiet wir reingehen, welche Bosse und welche Gegner wir gerade angehen, die Musik ändert sich auch immer dynamisch mit. Aber auf stilvolle Art und Weise. Jetzt nicht wie bei BOTW Zelda, wie wenn jetzt ein Wächter auf dich zukommt, dass die Musik sich sofort schlagartig ändert, als wäre ein Cut drin wäre. Nee, die Musik ändert sich hier... So ein bisschen angenehmer. Die wechseln sich ein bisschen. Hui. Und so wurde ich zum Raben. Denn ich bin der Auserwählte. So, wir haben hier einige Questmarker. Die können wir angehen. Wir dürfen aber auch im Spiel uns komplett frei bewegen. Führe dich zu einem Ziel in Hauptaufgaben. Führe dich zu einem Ziel in Nebenaufgaben. Ah, die Nebenaufgaben sind grün. Die Hauptaufgaben sind blau. Na, was mache ich? Soll ich erstmal die Hauptaufgabe? Ich glaube, ich mache erstmal die eine Hauptaufgabe. Wie lande ich? Verwandeln, B. Okay. Was ist passiert? Und in diesem Game gibt es übrigens auch keinen Fallschaden, muss ich nochmal dazu sagen. Das weiß ich auch. Hohn.
Man kann sich nämlich in jeder x-beliebige Höhe einfach wieder zurückverwandeln und dann zack. Hey, Lammerspucker. So. Erste Herausforderung. Guten Tag. Boah, den habe ich ja nicht kommen sehen, weil er von der Seite kam. Unverschämt. Und wir müssen mit unserem Char wirklich sorgsam umgehen, weil wir haben nirgendwo... Wir haben nicht überall Heilungstränke. So viel weiß ich auch. Das Gebiet um die Kluft wurde von Hass gereinigt. Aus gereinigten Kisten steigt ein Lichtstrahl auf, dessen Farbe von der Art des Schatzes abhängt. Diese Kisten kannst du öffnen, ohne ein Hassfragment zu absorbieren. Ui. Okay, jetzt Belohnung, ein paar Fragmente. Mana absorbieren. Dann krieg ich ein bisschen Mana. Sonst gibt es hier keine Skill, also keine Mana, nee, Quatsch, Fragmente. 5 Mana-Punkte? Das ist eine Menge. Da können wir theoretisch den einsetzen. Vielleicht sollte ich auch nicht sofort, wenn ich eine Karte finde, die gleich einsetzen. Vielleicht sollte ich erstmal Karten sammeln und dann auch wirklich überlegen, was ich einsetze. Man kann ja bestimmt auch nicht alle Karten einsetzen. Ich weiß nicht ganz genau. Hallo, willkommen im Stream. Und ja. Huch. Wo war das denn gerade? Vom Hass befreit. So, die Welt ist so schön. Habe ich auch in der Demo gesehen. Jetzt laufen wir mal ein bisschen rum. Wir können natürlich auch rennen. Ne? Macht da auch eigentlich nicht viel Unterschied. Aber bei Nacht sieht das auch nochmal richtig schön aus. Weil die Laternen und die Wege und... Ach, die offene Welt ist einfach schön. Die Grafik ist, also für ein Indie-Game, ne, ohne Mist. Also, im Moment habe ich noch nicht Fragen. Also, danke für das Angebot. Mal gucken, also mal gucken, wirklich mal gucken. Falls ich ein bisschen verwirrt bin. Was ist denn mit dir los? Ja, es gibt auch Gegner, die durchbrechen das Schild, das weiß ich auch noch von der Demo. Schlau ausweichen. Hä? Ja! Gott. Okay, jetzt hat er mich knallhart erwischt. Das ist blöd mit der Gesundheit, weil wir finden, wie gesagt, wir finden ja nicht überall Heilungstränke. 0 Schaden mache ich bei ihm? 18. Starke Angriffe bringen bei ihm nichts. Na, Mister, ich will an die Schatzkiste, aber die kann ich nur bekommen, wenn du tot bist. Mist, ich habe was eingesteckt. Langsam durchschaue ich aber ein bisschen seinen Rhythmus. Na? Oh ne, mache ich lieber nicht. Na? Sieht bis jetzt ganz gut aus für uns. Ah, scheiße, er hat uns wieder erwischt. Haben wir gerade einen kritischen Treffer gemacht? Ja gut, wir haben ja eine Crit-Chance von irgendwie 5% oder so. Schon auf die anderen Bosse und Gegner bin ich auch schon richtig gespannt.
Weil das Kampfsystem ist ultra nice. Na? Es hat uns wieder erwischt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, ein kleines bisschen brauchst du noch. Oh Gott. Das habe ich unklug. Ja. Das ist ja nur über der Dreiviertel von Leben gekostet, Alter. Unser erster richtiger Bosskampf. Und er war noch nicht bestimmt noch nicht mal der Schlimmste. So. Wir kriegen als Belohnungen 3 Karten zur Auswahl. Klinge, Fachmännisch, Schärfen. Erhöht den ursprünglichen Grundschaden der aktuell ausgewählten Waffe um 20%. Unsere Waffe wird gestärkt. Übermäßiges verlorene Lava. Mana, du erhältst 4 Mana-Punkte. Rüstung fachmännisch verstärken. Erhöht den Rüstungswert der aktuell ausgewählten Rüstung um 5. Ja, das muss man sich aufsparen, weil ne, man bekommt ja auch Karten, wo man eine bessere Rüstung bekommt. Und die Rüstung, die bessere Rüstung, kann man ja auch mit diesen Rüstungspunkten verbessern. Ich würde jetzt vermuten, ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt vermuten, wenn man jetzt diese Rüstung jetzt aufwertet und dann eine Karte findet, wo eine bessere Rüstung drauf abgebildet ist, dann wird das natürlich überschrieben mit der besseren Rüstung. Und diese Karte ist dann für ein Puppet. Aber dann müsste ich, würde erstmal, damit ich überhaupt erstmal was habe, damit ich, oder irgendwas habe, damit, mit dem ich arbeiten kann, würde ich erstmal Mana-Punkte auswählen. Und ich weiß nicht, ob die Karte gespeichert wird, wenn wir sterben und einen neuen Char bekommen. Das gilt es herauszufinden. Kann man auch schwimmen? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube, man kann schwimmen. Aber ja, die Kämpfe sind anspruchsvoll. Die sind auch sehr schön gestaltet. Also ich muss dazu sagen, boah, du kannst keine Fragmente mehr tragen. Oh. Ach so, weil ich ja erstmal upgraden muss. Moment. Ich muss wieder eine Karte auswählen. Gletschermantel. Deine perfekte Abwehrmanöver frieren den Angreifer ein. Oh. Meine Abwehrmanöver. Das heißt, mein Schild quasi. Wenn ich ein Schild wahrscheinlich perfekt einsetze, dann frieren die ein. Feuersteinohrringe. Taumel-Einschlag wird um 60% gesteigert. Oh, auch nice, wenn ich mit meinem Schild angreife. Apotheker-Anstecker. Angriffe gegen einen Gegner, der mit einem Status-Effekt belegt ist, haben einen um 75% erhöhten Konzentrationsgewinn. Ich mach mal den hier, weil das, ich glaube, ja, oder? Taumelschläge mache ich ja nicht so oft. Ich glaube, den Schild setze ich in der Zukunft auf kleine Gegner mehr ein. Das habe ich jetzt bei dem Boss bloß nicht gemacht, weil ich nicht weiß, ob er meine Abwehr durchbrechen konnte. So, und jetzt dürfen wir. Klinge schärfen. Erhöht den ursprünglichen Grundschaden der aktuell ausgewählten Waffe um 10%. Die Karte nehmen wir. Erstmal in unserem Deck. Ich aktiviere die erstmal nicht. Weil wir haben nur noch 2 Plätze frei. Den einen Platz haben wir natürlich belegt mit ein paar Verteidigungspunkten. Also mit einer besseren Rüstung. War das, glaube ich, gewesen. Und ja, jetzt haben wir den. Diesen Ort haben wir jetzt geklärt. Haben nicht mehr viel Leben. Das ist jetzt das Blöde. Das Schild ist Parry. Das Schildern ist Ausweichen quasi. Ach, das Schild ist. Was zum Teufel? Hui. Das ist ja Schild, ne? Das ist wie Ausweiche, oder was? So viel. Ja. Meine Karten belegen keine Plätze. Die Plätze da rechts hier. Warte mal. Also hier. Hier muss ich ja mehr Plätze freischalten. So, und ich habe ja eine Karte eingesetzt. Und da ist hier oben.
hier oben. Da ist der Chat leider jetzt im Weg. Moment, ich mach's einfach mal. Ich mach's mal gerade ein bisschen schlauer, damit ihr da durch den Chat durchgucken könnt. So, ist ein bisschen durchsichtig. Ein bisschen durchsichtig, wohlgemerkt. Hier ist ein Platz, habe ich eingenommen. Da habe ich eine Karte eingesetzt und zwei Karten, also würde ich jetzt vermuten, zwei Karten sind hier noch und das alles andere ist gelockt. Also kann ich nur noch zwei Karten einsetzen, oder? Aber die Mana-Karte gibt noch Mana, ja. Die Rüstung wird auch nur auf die Rüstung gelegt. Ach so, okay. Was war das nochmal gewesen? Ach nee, das war Abwehrgesundheit. Okay, jo, okay, alles klar. Das ist ein richtiger Skill. Das war Ausrüstung, stimmt, die eine Karte war Ausrüstung gewesen, das ist ein richtiger Skill-Karte gewesen. Kann ich die auch wieder ablegen eigentlich? Relikt, ich kann sogar wieder Relikt entfernen, wenn ich möchte. Aber ich glaube, ich krieg dafür die Mana-Punkte nicht wieder. Hä? Ich kann mit dem Controller, glaube ich, nicht. Ich kann mit dem Controller nicht dahin swipen. Muss ich mit der Maus machen. Abwehrgesundheit wird um 100% erhöht. Soll ich mal versuchen, Relikt zu entfernen? Nee, ich spiele nicht mit Maustastatur. Ich spiele zwar mit Controller, aber ich kann meine Maus noch gleichzeitig noch mit benutzen in dem Spiel. Deswegen, Maus. Also hier habe ich jetzt Controller und ich kann sofort meine Maus einsetzen, wenn ich möchte. Was passiert, wenn ich die entferne? Will ich jetzt noch einmal austesten. Dann ist sie weg. Dann ist sie gelöscht. Okay, gut zu wissen. Die ist gelöscht. Alles klar. Meine Mana-Punkte kriege ich auch nicht wieder. Okay. War, ja. Keine, ja. Schwierig. Ab jetzt, es wird Ich habe einfach eine Kiste gefunden. Macht gewährt. Ein Reliktplatz wird freigeschaltet. Dann wird mir rechts ein Platz freigeschaltet. Verloren erreicht und du erhältst 75 Münzen. Münzen. Ich habe momentan 56. Ruhe für die Ausgelaugten. Du stellst deine verlorene Gesundheit wieder her. Ich glaube, die setze ich jetzt auch ein. Somit haben wir wieder volles Leben. Ach, ist das herrlich. Aber dafür haben wir zwei Mana-Punkte jetzt verschwendet. Und ja. Lasst euch nicht täuschen. Ich habe das Spiel für euch noch ein bisschen schöner. Also für mich ist es schön, ja. Aber ich habe es für euch nochmal vom Gamma-Wert auch nochmal ein bisschen schöner eingestellt. Die Nacht sieht wahrscheinlich dann noch viel, viel schöner aus. Aber so im Grund. Aber es sieht ein bisschen grüner aus. Ich habe es ein bisschen grüner gemacht, oder? Warte mal, ich habe es, glaube ich, schon ein bisschen grüner gemacht. Natürlich das Allerbeste für die Leute hier, ne? Ja. Die Farbe ist ein bisschen schöner gemacht von mir. Die ist ein bisschen stärker hervorgerufen von mir. Deswegen seht ihr das jetzt im Stream auch etwas schöner. Guckt mal, eine Mühle. Wo sind wir denn hier? Was? Nicht entfernen, du hast nur noch zwei Plätze. Ich hab's so spät. Ja, ich hab's so spät. Ja, vielleicht hätte ich auch auf deine Antwort hören, warten müssen. Entschuldigung, ich wollte es ausprobieren. Oha, was denn hier? Hexer. Aua. Das war echt unklug. Ich habe irgendwas mit Gift bekommen oder so. Ich kann denen keinen Schaden geben. Ich kann denen keinen Schaden geben. Haben die eine Grundabwehr? Ich kann denen keinen Schaden geben. Die geben mir aber Gift.
Oh, wie fies. Ausprobieren geht vor. Ja, tatsächlich. Da ist eine Truhe, aber die wir direkt mitnehmen können. Ohne die Schergen zu besiegen. Scheiße, die kommen natürlich direkt hierher. Schnell. Gegner in der Nähe besiegen. Natürlich, okay, können wir nicht machen. Ich kann die Gegner nicht besiegen. Irgendwie lassen die sich jetzt nicht. Ich... Na, Leute. Habt ihr... Ist alles gut mit euch? Gibt's hier sonst irgendwas zu holen? Sieht es nicht so aus. Eine Mühle? Die Mühle ist abgesperrt. Okay. Was mit dem Wasser? Hält das? Ist es wie so eine heiße Quelle? Nein. Wäre schön gewesen. Wäre nur zu schön gewesen. Okay, dann halte ich mich erstmal raus. Ich glaube, mit meinem jetzigen... Mit meinen jetzigen Skills, meinen jetzigen Fähigkeiten kriege ich hier, glaube ich, nicht klein geknüppelt. Und ja. Deswegen, das meine ich mit dieser Musik. Oh, eine Storytafel. Frei ist der, der mit Rückenwind reist. Egal ob auf dem Meer oder zu Land. Der Wind kann deine Segel lenken, aber genauso gut auch zerreißen. Er ist ein unbeständiger Begleiter, unberechenbar und unerschütterlich. So verhält es sich auch mit seinem Wächter, der dreisten Brise, die Swali heißt. Früher webte er den Wind um ein Volk ritt auf und sein Volk ritt auf ihn, um die Welt zu erkunden und Mythen und Legenden zu entdecken. Ja. Oh, mach's gut. Danke, dass du da warst. Das sind normale Gegner. Schönen guten Tag. Ich bin der Uwe und ich bin auch... Aua. Nein, 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 nein. Aua. Meine Abwehr wurde kurz zerschlagen, glaube ich. Alter, wenn drei Leute auf einen gleichzeitig draufgehen, das ist ein bisschen tricky in dem Game. Boah, das ist... Das Game ist hardcore schwierig, das meine ich damit. Man muss eigentlich auch eine Taktik haben und echt schlau vorgehen. Nein, komm her! Scheiße, jetzt bin ich wieder low. Ah, da kann nicht sein. Scheiße. Das ist nicht gut. Mal reinschlagen, wir sind down. Ja, fuck. Kann ich das irgendwie wieder loslassen? Wenn ich weit weg hier. Kann ich irgendwie mal einen Tipp vom Gameplay aus? Kann ich irgendwie, wenn ich die Gegner anvisiere, kann ich das Anvisieren irgendwie wieder ab. Von denen abmachen? Wieder wegmachen? Dass ich wieder frei im Blick habe? Dass die Kamera wieder mir gehört? Das ist nämlich ein bisschen komisch manchmal. Ich kann wechseln, ja, aber. Ja, wechseln, aber entlocken kann ich bestimmt nur, wenn ich weggehe, ne? Ja.
Das ist das einzige Manko, was ich echt komisch finde. In dem Anvisiersystem in dem Spiel. So. Ach, ich habe mir bestimmt auch aus Zufall bestimmt die schwersten Gegner mitunter ausgesucht. Eine Storyline gibt es gar nicht. Haben die Schmetterlinge was zu sagen? Nö. Die sind einfach nur schön. Vielleicht gehe ich auch mal in Richtung der Nebenquest. Das wäre vielleicht auch mal gut. Ich habe versucht, ob ich den Berg runter sliden kann, aber leider nicht. In der Option, glaube ich, müsste es gehen. Echt? Okay, Moment. Guck ich einmal rum. So. Spiel. Zielweise Rahmenkrane, Blickrichtung. Kameraaufschaltung außer Kraft. Wett. So wie es aussieht, nicht. Schade. Ah, so wie es aussieht, wie ein. So wie es aussieht, nicht. Naja. Außer Kraft setzen. Das war das? Kameraaufschaltung. Ja, wusste nicht, was das bedeutet, deswegen. Okay. So, dann mal probieren. Probier ich an den nächsten Gegner. Ich versuch's an den nächsten Gegnern. Mal gucken. Boah, die Blumen und so. Oh. Was blonkelt denn hier so schön? Oh. Aus dem Weg, halt. Achso, da ist eine Dame. Aus dem Weg, Alter! Verpiss dich! Was soll das denn? Ich habe Hunger! Wie? Oh, Musik, hör auf zu spielen. Die Geräusche sind gerade schön. Was macht denn die hier? Das ist eine Grabruhestätte hier. Oder ein Grab an sich. Wett. Hertha Qualheim. Na, Hertha? Auf den Straßen lauern viele Gefahren, doch wer auf ihnen reist, kann auch Glück haben. Und wir beide haben heute Glück. Denn ich befördere gerade Waffen und Rüstungen zum Dorfschmied. Vielleicht kannst du mir ja welche abkaufen. Ich muss mich dann nicht so abschleppen und habe ein paar glänzende Münzen. Und du glänzende neue Ausrüstung. Ja, ich habe keine 100 Münzen. Ich habe nur 56. Ja. Ich bereue. Ja. Nee. Ganz so nicht. Also ein bisschen rumäumeln ist vielleicht auch mal schön, ne? Aber klar, man braucht. Irgendwie braucht man auch erstmal ein Ziel. Hier können wir wieder zum Rahmen werden. Uff. Oh, das sieht aus wie ein. Das ist doch bestimmt ein Boss-Symbol, ne? Nein, ich wollte nicht! Nein! Oh, scheiße. Aber ich wollte ja ausprobieren. Ne, ich kann es nicht wegmachen. Obwohl, warte mal. War das gerade das, was ich dachte? Was ist, wenn ich weggucke? Ist dann entlockt? Nee. Nee, das war schon mal nicht. Weiß auch nicht, was es bedeutet. Ich schalte das erstmal aus. Okay. Dann war's das nicht. Dann, naja gut, muss man halt weggehen, wenn man halt nicht mehr, ne?
Oder halt von Anfang an nicht locken. Muss man halt irgendwie... Ach, das ist blöd, dass ich jetzt schon wieder so low bin. Oh. Wie würde man diesen Namen denn aussprechen? Rai. Der will auch uns was verkaufen. Was? Reines Rai? Reines Rai? Hallo? Ich wollte nur Hallo sagen! Was ist denn hier? Einfach so? Abgenutzt. Oh. Oh. Oh, ich mag extra. Oh, ich mag extra. Hallo? Ich kann die Kamera im Spiel bewegen. Hä? Ich hab die Axt. Moment. Wett. Beim Aufdecken Elite-Gegner und Boss erhalten 5% mehr Gesundheit und Schaden. Ja, das meine ich damit. Jetzt müssen wir die ziehen. Eine von denen. Wenn du Hassfragmente stärkst, ziehst du Hasskarten, die sofort wirksam werden. Ja. Karte. Okay. Je nachdem, wie viele Karten wir ziehen und leveln. Darf ich? Darf? Ich darf. Du hast Folgendes freigeschalten. Grabstätten. Grabstätten enthalten nicht ausgespielte Karten anderer Spieler, die dort erleben ließen. Ach krass, also ein Statistik-Online-Game. Ich habe das erst für ein komplettes Offline-Game gehalten. Das ist doch auch... Die nicht ausgespielten Karten anderer Spieler, die dort ihr Leben ließen. Das ist ja cool. Mana-Karte. Voraussicht, du ziehst eine Karte, die du in diesem Spiel durchlauf, versteht man da, sehen wird hast. Sobald du ein Balken Hass voll ist, lastet so lange ein Hassfragment auf dir. Okay. Du ziehst eine Karte, die du in diesem Spieldurchlauf bereits ausgespielt hast, jedoch nicht Voraussicht. Du ziehst 3 Karten aus deinem Deck, von denen du eine deiner Hand hinzufügen kannst. Warte mal, was? Das raff ich jetzt gerade nicht. Du ziehst 3 Karten aus deinem Deck. Ja, aus meinem Deck ziehe ich 3 Karten. 3 Karten gleichzeitig. Von denen du eine deiner Hand hinzufügen kannst. Nee, der Deck, der aufgedeckt wird. Also der mir gezeigt wird. Also so wie jetzt gerade. Von denen du eine deiner Hand hinzufügen kannst. Ja, aber kann ich das nicht immer? Das sind so Dinge... Die muss man wissen. Jetzt würde ich gerne einmal kurz einen Tipp entgegennehmen. Was wirklich diese Karte hier heißt. 3 Karten ziehen, kostet 2 Mana quasi. Ach so, okay. Okay, gut. Dann wurde es ein bisschen umständlich hingeschrieben. Okay. All klar. Ich nehme mal wieder Mana, weil wir brauchen unter Umständen Mana. Gegner? Nein. Säubere ein sehr schwieriges Lager. Herausforderung abgeschlossen. Okay. Ja. So, wie spielt denn sich die Axt? Krass. Wie cool! Ein Haus. Ein Dorf.
Ich bin erstmal friedlich gesinnt. Kann ich hier rein? Nein. Was ist hier passiert? Wer braucht wieder Schläge? Die Großhafe habe ich auch noch nicht gesehen. Da lief gerade... Da läuft ein Dorfbewohner rum. Errungenschaft freigeschaltet. Walhus. Hier sieht es relativ normal aus. Aber warum liegen hier vor dem Tor Leichen rum? Das sind Wolfsmenschen. Das sind Wolfsmenschen. Lol, ein Hirschmensch. Was gibt's denn hier für krank geil? Für krank geile Kreuzungen. Ach krass, das ist ein Rehmensch oder wie? Ey, voll. Ist ja voll nice. Aber was ist hier passiert? Uiuiuiui. Wahrscheinlich mögen die keine Ausländer. Aufgespießt mit... Obwohl, normale Menschen sind ja auch dabei. Aber sehr viele Tiersköpfe. Oje, oje. Ja. Nein, die sind nicht Ausländer gehässig, weil das sind keine Menschen. Das sind verschiedene Tiere. Kann ich mit... Huch! Ich kann mit keinem reden. Die stehen nur da. Guten Tag. Was? Reliktplatz freischalten. Hakon Siegmund. Das heißt, dass die Macht der Relikte, die wir aufbewahren, um den Faktor 10 gesteigert werden könnten. Wenn wir sie nur richtig benutzen würden. Hier bedeutet dies eine angemessene Aufbewahrung. Kauf einen Reliktbehälter, lege einen Gegenstand hinein und sieh, was die Macht wie diese Macht zurückkehrt. Natürlich nur eventuell, wenn garantieren. Denn garantieren kann ich nichts. Natürlich nur eventuell, denn garantieren kann ich nichts. Ausprobieren. Was war das jetzt? Ach, im vierten Reliktplatz. Hier gesagt hat. Und er hat gesagt, nur eventuell, also nur vielleicht. Garantieren konnte er es nicht, aber wir haben es bekommen. Hui. Oh. Ah. Wir sollen hier sein im Dorf. Perfekt gelandet. Ich habe Hunger. Was ist denn mit ihm? Ess doch was. Immer und immer wieder kommen sie nachts, Diebe und Mörder. Aha, das waren die vor den Toren verreckt sind. Wir können nichts tun, um diese vermaledeiten Udlagi und ihre verfluchten Seelen aufzuhalten. Und das, obwohl sie unsere Stadt ausnehmen. Wenn es auch nur jemanden gäbe, der uns helfen könnte. Na gut, ich habe wenig Gesundheit, ne? Das war eine Nebenaufgabe. Und das ist wahrscheinlich ein Lager von den Banditen. Kann ich irgendwo hier mein Leben auffüllen? Das wäre echt schön. Aber ich habe jetzt kein Geld mehr. Ich brauche Geld! Leute, ich brauche Geld! Es tut mir leid, aber ich brauche Geld.
Ja, irgendwo war doch ein Stand, wo man die Gesundheit sicher kaufen kann, ne? Ja, blöd, ich will halt diesen Char jetzt gerade nicht verlieren. Wir haben gerade so vieles geschafft. Also nicht wirklich viel, aber... Hey, ein Anfang ist immerhin ein Anfang. Was? Dreimal dran vorbeigelaufen? Ups. Danke fürs Bescheid sagen. Auf jeden Fall. Ach, da, der Fläschchen. Okay. All klar. Ich bin extra doof. So, hallo. Oh, liebe Wolfsdame, bitte frisst mich nicht. Ah, 15 Minuten. Okay. Das wird erstmal nichts. Shit. Dann erstmal Geld sammeln. Vielleicht finden wir hier außerhalb des Dorfes irgendwo irgendwas mit Krügen, wo wir ein bisschen Geld sammeln können. Nee, warte mal, hatte ich nicht diese eine Karte? Nee. Nee. Wie? Okay, obwohl, nee, warte, lass mich das selbst herausfinden. Ich muss ja auch irgendwie dazulernen. Und aus meinen Missetaten muss ich ja irgendwie stärker werden und lernen. Was ist denn hier los? Oh, da brauchen Dorfbewohner Hilfe, aber ich habe so wenig Leben. Oder braucht jemand Hilfe? Nein, ich brauche Hilfe. Die Mana-Karte. Die Mana-Karte. Okay, Moment. Ich hatte doch eine... Zwei Mana, ja. Vier Mana, ja. Sechs Mana habe ich dann. Ja, aber wie mache ich daraus Geld? Also ich kann mir sechs Mana dazu holen. Unten steht was. Karte auslaugen. Und dann kriege ich Geld? Dann... Ich dann Geld? Ich bin gerade sehr vorsichtig. Gesundheit, Abwehrgesundheit. Oh. Ja, müssen denn? Oh! Danke dir. Schnell wieder zum Dorf da. Das ist gut. Geschwind, geschwind. Das himmlische Kind. Das Kind ist gerade am Auslaufen. Ich laufe aus. Ja. Benutzt die Mana gerade. Ja, ja. Aber man verliert ja bestimmt alle Karten, wenn man stirbt, ne? Einen neuen Char hat, ne? Also quasi, die Mana-Karten ist ja eh sinnlos. Man kann die ja ruhig benutzen, ne?
lol. Oh, die muss ich gleich wegschnetzeln. Also im Grunde ist ja egal, ob wann man die benutzt, ne? Ja, also. Ja gut. Obwohl, außer man entscheidet sich dafür, dass man Geld braucht. Ja? Ja? Ja, wenn man knapp bei Kasse ist. Nee, deswegen, ich benutze mal erst nur die Mana-Karten, wenn ich, wenn ich wirklich Mana ausgeben möchte. So. Ja, war geil. Was, um 50 nur? Als ob Schneider. Ich gucke erstmal so, wie ich an Geld komme. Well. Ob ich irgendwie so an Geld. Ich kann ja immer noch meine Karten verkaufen oder. Ja. Und mich dann nochmal heilen lassen. Erstmal will ich gerade wirklich das hier clearen. Wo waren die kleinen Gegner? Da unten. Mann, das ist immer wichtiger als Geld. Ja, aber manchmal triffst du auf Entscheidungen, wo das eine das Wichtigste ist als das andere. Man weiß ja nie. Also ja, grundlegend ist es wichtiger, aber... aua. Na toll. Scheiße. Ja, ich mache erstmal unten. Ich kann die Kamera nicht bewegen. Das ist wirklich das einzige Manko hier. Ich mache erstmal die unten hier fertig. Das sind kleine Gegner. Weißt du, hast eine Taste zum Suchen? Auf was bezogen? Also, was suche ich? Boah, das sind viele. Alter, zückt nicht eure ganzen Klingen. Was ist denn mit euch los? Holy shit! Durchschnetzeln! Ah, kommt her. Deine Umgebung absuchen. Achso, okay. Ich weiß aber auch gerade nicht, welche Tasse das ist. Tilly und Lagi, die für die Angriffe verantwortlich sind. Aha. Wenn ich aus dem Bereich dann reset. Okay. Ja. Bravery. Errungenschaft freigeschalten. Du hast folgendes freigeschalten. Kistenhass. Unreine Kisten sind durch ein Hassfragment verschlossen. Dieses kannst du absorbieren, um die Kiste zu öffnen. Aber dann ziehst du bei der nächsten Stärkung von Fragmenten eine Hasskarte. Ja, Hasskarten, dann werden die Gegner ja stärker. Hass konsumieren. Oh. Großachs, ja, ne?
Oh, jetzt wird Nacht. Oh, schön. Man könnte theoretisch auch die Musik ausmachen und einfach... Einfach so. Eine zusätzliche Karte? Nehme ich. Das Hassfragment muss ich sowieso nehmen. Riemen der Inspiration. Was für ein Riemen. Konzentrationsgewinn wird um 40%. Was sind Konzentration? Ach so, die Konzentration. Ja, womit ich dann stärker werde. Stimmt. 2 Mana. Das wäre, glaube ich. Ich mach das mal. Dann kann ich schneller. Das ist natürlich jetzt schwierig, die Entscheidung. Man kann keinen der Häuser reingehen, ne, in dem Game. Und das ist ein bisschen schade. Das ist echt schade. Was? Nimm die Kiste zu spät? Zu spät, um die Kiste zu nehmen? Dann könnt ihr ja noch nehmen. Sorge ich dafür, dass die Gegner stärker werden, oder? Ach komm. Ach du Scheiße. Permanenter Hass. Beim Aufdecken Elite-Gegner und Bosse erhalten 5% mehr Gesundheit und Schaden. Ach du Scheiße. Ja geil. Taumeleinschlag wird um 100% gesteigert. Übriges verlorenes Mana. Geil. 3 Mana-Punkte. Oh ja. Oh ja. Okay, ja, das ist ja ganz okay mit dem Loot. Mehr wollte ich nicht. Ob wir die Nebenquest erfüllt bekommen? Das sehen Sie in der nächsten Folge. Ich muss immer gucken, dass mindestens eine Karte normal ist. Ach so, okay, ja. Von den dreien, ja. Oh ne, wieder Skelette. Ein Nebel kommt auf. Ach du Scheiße. Kann ich die jetzt irgendwie mit der Axt? Weil eine Axt wumst ja rein. Ich meine jetzt nicht vom Schaden, weil bei Elden Ring zum Beispiel gab es ja auch sowas wie... Ja doch. Weil es gab ja sowas wie... Waffen sind effektiv gegen bestimmte Gegner, ne? Frost gegen etwas und auch... Schaden zum Reinknallen, wie große, schwer... Oh, die sind wieder gesundet, wie resettet. Aber ich glaube, die sind zu schwer für mich. Ich hätte es nicht probieren sollen. Ich hätte es nicht probieren sollen. Aua. Habe ich einen Permahass? Ja, gut. Mit den Skeletten sollte ich mich wohl noch nicht anlegen. Das ist das Tanksymbol. So, man muss Prioritäten setzen. Taumelschlag. Ja.
Da steht niemand. Aber hey, solange es funktioniert. Bisschen Bug. Ein kleiner Bug gefunden. Oder er ist schlafen gegangen und ich darf trotzdem heilen. Wahrscheinlich ist er schlafen gegangen. Oh ja. Ich fliege mal. Also sind die schlafen? Die sind schlafen gegangen, aber ich darf trotzdem auswählen. Oh, ist ja cool. Da wäre richtig assi gewesen, wenn nachts wäre. Die sind alle schlafen gegangen. Oh, du kannst jetzt nichts auswählen. Theoretisch kann man auch nicht mehr weiterspielen, außer gut erkunden, aber nicht mehr kämpfen. Das wäre schwer. Scheiße gewesen. Oh, wie schön. Die dynamische Map ist so geil, die spielbare Map. Das ist ja eigentlich die Map hier. Also nicht generell Open World Map, sondern an sich Map-Auswahl oder generell Karte einfach. Oh. Blutbringer. Ja, ich glaube, die sind schlafen gegangen, aber man darf trotzdem auswählen, weil das wäre ja assi in der Nacht. Dass man, wenn das nur nachts nicht auswählen kann, wisst ihr, das wäre doof. Aua! Ja, toll. Läuft ja super. Nicht. Aber, hey. Oh Gott. Ich brauche eine Taktik. Ja, ich darf ja nicht aus dem Gebiet rausrennen. Dann werden sie ja resettet. Das stimmt ja. Schon. Na, wo ist das Gebiet? Ist das da oben? Das ist ein kleines Areal zum Kämpfen. Nein. Hä, wie sah der jetzt nicht? Nein! Ja, mach ihn tot! Yes, einen getötet. Mist. Ah, schade, die sind nicht dumm. Aha. Da habe ich mal schlau gekämpft. Selbst der Segen meiner Schöpfer könnte sie nicht retten. Schön. Beim Aufdecken Elite Gegner und Bosse erhalten 5% mehr Gesundheit und Schaden. Abgenutzte Waffen? 23, das ist schlechter. Kann ich aber verkaufen. Abwehrgesundheit wird um 100% erhöht. Ne, und dann? Jetzt habe ich 2 Herzfragmente. Jetzt brauche ich noch ein normales, ne? Wie du gesagt hast. Erhöht den ursprünglichen Grundschaden der aktuell ausgewählten Waffen um 10%. Ja. Münzen. Ich nehme. Kann man Schaden nehmen?
Nein. War hier eine Flugstation? Nein. Okay. Juppidi, juppidei. Aus mir kommt jetzt ein Ei. Ja. Sprechen. Mal gucken, ob die Charaktere tagsüber wieder da sind, weil ich kann hier trotzdem traden. Glücksspiel mit 100 Münzen. Vergiss es. Erstens, ich habe nicht so viel Münzen. Gut, könnte ich mir erholen mit den Karten, aber nö. Und zweitens, Glücksspiel. Vielleicht, wenn man mal ein bisschen genug Münzen hat. Könnte man ja mal machen, aber mit der Arktis gefällt mir relativ gut, weil ich bin ja auch so ein, schwere Waffenspieler. nee. Mit schweren Ausrüstung, schwere Ausrüstung und so. In echt trage ich auch jetzt sehr, sehr gerne schwere Hosen oder schwere Jacken. Alles, was schwer ist, so, trage ich auch wirklich sehr gerne. So, damit man auch merkt, dass man was am Körper hat. So, das ist mein Ding. Die ist aber nicht permanent, leider. Die kosten was. Jetzt bin ich gerade nicht mitgekommen. Was kostet jetzt was? Was habe ich jetzt nicht? Noch mehr Banditen. Hast du aufsaugen? Ja, toll. Söldner. Die Großaxt. Ach so, die hab ich nicht permanent. Was? Nein. Da muss man echt ein schnelles Auge haben. Boah. Alter. Oh, da hätte ich ruhig noch zuschlagen können. Noch durchziehen können. Ob ich das schaffe? Alter. Oh, da habe ich zuerst zugeschlagen. Fuck. Der ist... Oh, nein. Na gut, nur noch zwei, ne? Ja! Oh. Ja! Oh. Ach, schade. Oh, das war gerade so geil. Oh, ich hätte die mit einem Schlag noch, glaube ich. Oh, ich habe eine Stunde gebraucht. Ursachter Schaden. Oha, ist eine ganz schön hohe Zahl. Ja, jetzt ist es weg. Erlittener Schaden. Hm. Kampfpunktzahl, okay. Sich Vermächtnis. Unausweichlich. Stirb einmal. Das sind Errungenschaften, ne? Stirb einmal. Selber ein schwieriges Lager ohne einen Schub auszulösen. Und das sind die Aufgaben, die ich erledigt habe. Hirschhorn. Brauchst du dafür den Punkt? Okay. Löst du einen Schub aus, verursachst du bei Gegnern in der Nähe eine Blutung. Tufttier, Abwehrrüstung. Erleidest du Schaden durch ein Tufttier, erhöht sich dein Rüstungswert um 100. Wird Onars wehendes Gewand.
Ist Schub aktiv, belegen deine perfekten Abwehrmanöver Gegner in der Nähe mit einem zufällig ausgewählten Statuseffekt. Oh, sehr interessant. Trollabwehrrüstung, erleidest du Schaden durch einen Troll, erhöht sich dein Rüstungsbereich. Oh, 100. Okay. Doppelaxt-Spezialist. Jede Waffenkarte, die du aus deinem Deck ziehst, ist eine Doppelaxt-Waffenkarte. Oh, die Musik ist schön. Oh. Okay. Säubere 50 Lage in Klippdall. Okay, der klingt ja nach einer Aufgabe. Säuberer in Hulda-Lager. Schließe das Staubgrab ab. Säuber ein Lager auf Hassstufe 2. Säubere 20 Lager in. Okay, so. Häxling-Lager, säubere Witra-Lager. Okay, das. Karten, die ich schon einmal alle mal bekommen habe. Die noch nicht, die sind ausgegraut. Interessant. Charaktere. Oder nee, warte mal. Oder was heißt das? Charakter? Charakter? Mensch, wenn eine Karte ausgelaugt wird, erhältst du 50 Münzen. Einschüchternd. Löst du einen Schub aus, schwächst du Gegner in der Nähe. Ah! Jetzt kann ich mir Dinge theoretisch freischalten mit meinem Vermächtnis. Ah! Defensiv, dein Rüstungswert wird um 15 erhöht. Nee, hab ich. Das hab ich ja schon. Die kann ich freischalten. Unten gucken? Freischalten. Erwald betreten. Ja, mach ich gleich. Also wenn du das jetzt meinst mit Erwald betreten, mach ich gleich, mach ich gleich. Hab ich schon gesehen. Ich wollte nur kurz mal durchgucken. Doppelschwert spezialisierte Waffenkarte, die du hast, und denkst, ist eine Doppelschwert-Waffenkarte. Schwert- und Schildspezialist. Also ich habe jetzt Axt, aber das ist ja Doppelaxt. Ich habe ja einmal Axt bekommen, einmal die Waffeneigenschaften. Unten? Unten? Wenn ich mit A freischalte, oder wie? Aber er steht doch da. Oder wie? Wie meinen? Parade. Perfekte Abwehrmanöver. Reduziert Abwehrgesund. Ah, für jeden fehlenden Gesundheitspunkt erhöht sich dein Waffenschaden um 0,5%. Die Doppelaxt ist in den Waffeneigenschaften. Also quasi eine Eigenschaft in der Waffe Axt, ne? Großaxt auch, okay. Ein Langschwert ist auch super. Ui, gerne mal, ja. Ja, folgendes. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas freischalten soll. Theoretisch könnte ich ja. Doppelschwert-Spezialist, Großaxt, Langschwert. Ja, Langschwert bin ich nicht so ein Typ für. Großaxt. Doppelschwert, ich mach mal Großaxt. Probier. Da wird ja noch etwas Berserker. Ich, töte 500 Gegner mit Doppelschwertern. Abenteuerstärke in einem einzigen Spieldurchlauf 10 mal Fragmente.
So, und jetzt kann ich mir einen neuen Charakter auswählen. Schwert und Schild. Doppelaxt. Einhandaxt. Ich würde tatsächlich mal die Doppelaxt ausprobieren auch mitunter. Und die haben auch alle andere Eigenschaften. Mensch, Mensch. Das sind alles noch Menschen. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Wenn eine Karte ausgelockt wird, erhältst du 50 Münzen. Jede Waffenkarte. Oh, ach so, wollen wir ändern? Ah, ja. Ah. Oh, jetzt check ich das. Das Einzige, was sich ändert, ist aber auch erstmal in der Mitte. Doppeläxte. Dann wiederbeleben. So. Herausforderung abgeschlossen. Stirb einmal. Oh, danke, Spiel. Also wenigstens werde ich gelobt dafür, dass ich sterbe. Ich bin super darin. Nee, folgendes. Den nächsten Stream, vielleicht morgen, wo ich das Spiel spielen werde. Oh, voll interessant. Oha! Alter. Aber leider nicht mehr gelobt. Ach, schade. Oh, wenigstens so ein Spiel, so eine kleine Einblendung. Ah, schön, du bist gestorben. Ah, danke. Oh. Nee, ich würde jetzt tatsächlich wirklich jetzt erstmal den Stream ausmachen. 18 Uhr komme ich aber wieder und da werden ich und Jesse im Koop ein sehr cooles Horrorgame spielen, wo wir Dämonen beschwören müssen oder finden müssen mit Jumpscares oder ich habe mir einen groben Trailer angesehen, was geschehen wird, werde ich dann sehen. Das wird doch das erste Mal sein, dass wir das Spiel auch erstmal anspielen um 18 Uhr. Ja. Danke, danke. Und, ja. Ist jetzt keine billige Werbung, aber falls ich dir gefalle, ein Follow wäre so geil und so nett, ja. Und, wie heißt das? Dämonologist. Dämonologist. Ganz schön langer Name. Ich weiß. Probieren wir 18 Uhr aus. Und bis dahin werde ich erstmal kurze Pause, erstmal kurz auf Toilettchen, ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken. Und, ne, und daher. Ja, habe ich. Hast du gestern gespielt? Oh, cool. So, und daher. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend. Mach's gut. Und. Bis dann vielleicht irgendwann mal. Und danke für die einen und die anderen Tipps. Tschüssili. Oha. Ja, falsches Format. Mach ich mal doch lieber Vollbild. Da. Besser. Tschüssili. Bis 18 Uhr vielleicht.